So, da gestern ja ein bisschen was schiefgelaufen ist mit dem Video, wo ich gestern veröffentlicht habe von der Tage der offenen Baustelle. Da habt ihr ja immer bloß ein Bild gesehen. Ja, jetzt setze ich dann hier mal die Bilder einzeln rein und verarbeite die zu einem Video. Die zwar ein bisschen mehr Arbeit, aber das macht nichts. So, ich würde sagen, wir schauen jetzt hier mal das Ganze an hier. Also, das hier ist jetzt ein Stahlrohr, was praktisch hier oben, was man jetzt hier nie, leider nicht sehen kann, aufgesetzt wird, wo dann nachher auch die Lüftung dran kommt, also die zweite Erhöhung von der Hutze sozusagen. Und da kommen diese Stahlrohre zum Einsatz. Ja, und was ist jetzt so ein Kältschluss, kann ich euch nicht sagen, leider. Habe ich mir jetzt aber auch nicht gemerkt. Schande über mein Haupt, aber gut, macht nichts. Ja, also das war jetzt schon mal Bild Nummer 1. Und ich würde sagen, wir schauen uns dann gleich Bild Nummer 2 an. Übrigens, das ist auf dem beim Manfred Rommelplatz aufgenommen worden, also der jetzt zukünftig Manfred Rommelplatz heißt. Und da gibt es bloß drei Bilder. Und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, kommen wir jetzt zu Bild Nummer 2. Und da sehen wir jetzt dann praktisch einen Kelch, der jetzt hier schon die weißen Stahlträger hat. Die kann man hier schemenhaft durch das Gerüst erkennen, wo dann praktisch die Glasscheiben reinkommen. Und ich glaube, das hier dürften sogar die Glasscheiben hier sein. Und diese Gitter Stahlkonstruktion, nenne ich es jetzt einfach mal, ist jetzt hier praktisch links, und rechts kann man hier oben noch ein bisschen erkennen und hier unten noch ein bisschen erkennen, mit Spanngurte aufgehängt worden. Und wenn es soweit ist, kann man es dann aufsetzen, und soviel ich weiß, dann auch verschrauben. Wie es jetzt von der anderen Seite aussieht, habe ich jetzt leider nicht geschaut. Ich weiß gar nicht, ob man ausschauen konnte. Wenn das einer weiß, darf man es gerne in die Kommentare reinschreiben. Ja, ansonsten würde ich sagen, das war schon Bild Nummer 2. Ja, und ich würde sagen, dann gehen wir mal zu Bild Nummer 3. Bis gleich. Ja, das ist jetzt Bild Nummer 3 und hier kann man sehr deutlich sehen. Na, muss mal aufs Bild gehen. So, dass jetzt hier praktisch das weiße Gitterstahlgerüst, sage ich mal, jetzt hier an den Spanngurten hängt, wie ihr sehen könnt. Und hier oben drüber sehen wir die schwarzen oder das schwarze Stahlrohr, wo dann praktisch hier noch die Belüftung hochgeht. Und man sieht dann praktisch die Belüftung hier
dran ist, nachher von dem Ganzen nichts mehr. Und von der Belüftung sehen wir nachher aber auch nichts mehr, wenn man von praktisch von der anderen Seite schaut, weil dann gehen ja hier dann die Fensterscheiben hoch. Ja. Ja, vielleicht durch die Fensterscheiben kann man es noch sehen. Ja, das war jetzt mal hier Bild Nummer 3 vom Manfred Rommelplatz, dem zukünftigen Manfred Rommelplatz. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns dann jetzt mal an, was es alles zu sehen gibt. Und zwar, wenn wir in die neue Bahnsteighalle gehen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder und ich sage, bis gleich. So, jetzt sind wir auf dem Weg in die neue Bahnsteighalle gewesen. Ja, und hier sehen wir übrigens diese Stahlträger, die ich versehentlich gedacht habe, dass sie für das Lichtauge wären. Und die sind jetzt aber nicht für das Lichtauge, sondern hier für den Verteilersteg. Ja, und die Steg oder die Stahlträger, die werden bestimmt nachher noch weiß gestrichen. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, und hier bei diesen Vierkantwürfeln, da ist so ein Gewinde drin. Ich gehe mal näher ran. Also hier ist ein Gewinde drin. Und ich denke mal, dass man hier dann diese Stahlstreben oder Stahlrohre reinschraubt, wo man den Verteilersteg mit aufhängen kann. Und dann sehen wir hier auch nochmal solche Gewindemuffen, sage ich jetzt mal. Und ich denke mal, dass hier überall Gewindestangen eingeschraubt werden, um dann eben das Ganze hier mit Armierungsstahl zu bestücken, weil das passt ja auch vom Platz her, ne? Also hier die untere Lage, dann die mittlere Lage. Und ich denke mal, dass hier oben, weil hier stehen ja so Zapfen nach oben, also ich nenne es jetzt einfach mal Zapfen, dass man hier noch Armierungsmatten reinlegt, wo dann praktisch der Beton praktisch drüber geht. Und man das hier natürlich nachher nicht mehr sieht, aber das hier vielleicht nachher noch sieht, dann muss man schauen. Aber das hier wird wahrscheinlich alles eingegossen werden, schätze ich mal. Ja, und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an, wie es ein Stück weiter aussieht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt bei dem nächsten Bild, da schauen wir jetzt direkt von der Treppe aus in die Bahnsteighalle rein. Und zwar in Richtung Norden. Ja, und hier kann man auch schon den Verteilersteg Nord sehen. Hier die Stahlträger, die jetzt hier schon im Bau sind und die hier dann auch hier so praktisch rübergehen. Und schau gerade, ob man vielleicht SK24 sieht, aber den sieht man jetzt von hier aus nicht. Na doch, hier ein bisschen schemenhaft ist er zu erkennen, hier die Öffnung für den Glasaufzug.
Ja, und für alle, die meine Videos nicht so oft. Gesehen haben, SK24 ist der einzigste Kelch, der um 180 Grad gedreht wurde. Das heißt, wo mit der Öffnung praktisch nach Süden schaut. Und normalerweise ist es ja so mit den Kelchschützen, so jetzt wie hier zum Beispiel, dass die Öffnung immer nach Norden zeigt. So zeigt jetzt eben die Öffnung von SK24 nicht nach Norden, sondern nach Süden. Und wie schon angesprochen, geht durch den SK24 auch noch ein Aufzug durch. Und von SK24 praktisch von hier oben aus, praktisch hier. Das bleibt ja offen hier alles, ne? Da gehen dann Treppen und Rolltreppen runter. Natürlich, der Aufzug führt natürlich auch von hier oben noch runter. Und die Treppen und Rolltreppen gehen dann hier runter auf die Verteilerebene. Und von der Verteilerebene kann man dann eben auch mit Rolltreppe oder Treppen oder Aufzug auf den Bahnsteig gelangen. Natürlich auch auf alle anderen Bahnsteige. Logischerweise auch. So. Hier drüben sieht man auch noch mal die geschwungene Wand, womit Fertigteile direkt auf der Baustelle hergestellt wurde. Und hier sieht man, wie genial das gemacht wurde, dass es genau hier mit den Galeriefenstern, sage ich mal, übereinstimmt, dass das alles so passt, wie man es haben möchte. Also ist echt der Wahnsinn, wie sie das hier alles gemacht haben. Ja, ich würde sagen, dann sind wir mit dem nächsten Bild auch schon wieder durch. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich zum nächsten Bild und dann sage ich bis gleich. So, gerade eben haben wir noch Richtung Norden geschaut. Jetzt schauen wir Richtung Süden. Und wir können jetzt hier erkennen, wie hier die Verteilerebene gebaut wird. Also es wird mal sagen, es besteht relativ viel aus Stahl. Aber natürlich zwischen den Kelchstützen wird natürlich auch das Ganze mit Bettung gemacht, aber jetzt hier ringsrum um die Kelchstützen wird das Ganze dann eben mit diesen Stahlträgern gemacht. Ja, und da sieht man jetzt schon mal so einen halben Halbkreis, würde ich mal sagen. Mehr sieht man jetzt hier auf dem Foto auch nicht, aber man kann sehr gut erkennen, dass hier jetzt wahrscheinlich noch Armierungsmatten draufkommen, weil hier der Abstand doch einigermaßen hoch ist und die Zapfen genauso hoch sind wie jetzt diese Erhöhung hier. Und von dem her würde sich das ja anbieten, dass man hier dann praktisch durchgeht mit Beton und dann wahrscheinlich das hier noch sieht als Stahlträger. Aber wie gesagt, da müssen wir uns überraschen lassen. Vielleicht kommt da auch noch Fliesen drüber, was ich eigentlich sicher finde. Aber ich von diesen Stahlträgern von oben her gesehen nichts mehr sieht am Ende. Ne? Ja, und hier drüben ist
Ordnung eingeschaltet. Da müssen wir mal schauen, für was die Schaltung ist. Vielleicht einfach bloß um Materialien abzustellen. Da müssen wir uns mal überraschen lassen. Ja, und da würde ich sagen, sind wir schon mit diesem Bild durch. Und dann würde ich sagen, kommen wir gleich zum nächsten Bild. Und dann sage ich, bis gleich. So, das nächste Bild zeigt jetzt praktisch die andere Seite von der Stahl oder von dem Verteilersteg. Ja, und auch hier sieht man, wie weit sie schon sind. Und hier drüben sieht man eine Schalung, das heißt, da würde ich mal sagen, wird dann hier drüben betoniert werden bis zum nächsten Kelch sozusagen, bis die nächste, der nächste Stahlkranz kommt, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann wird wieder eine Stahlkonstruktion gebaut, so wie hier. Und dann das Ganze eben wieder so zu bauen, wie jetzt gerade eben. Ja, und dann würde ich sagen, ich bin schon wieder durch mit dem Foto. Und dann würde ich sagen, kommen wir doch gleich zum nächsten Foto. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt das nächste Bild und auf den Bildern könnt ihr ja erkennen, dass wir langsam immer Schritt für Schritt weiter in die Bahnsteighalle runterkommen. Also hier habe ich jetzt gerade noch die Fläche erwischen können, um mal hier aus dieser Perspektive zu zeigen, wie das Ganze hier aussieht. Ja, und ich würde sagen, das sieht doch schon mal echt megamäßig aus. Oder was meint ihr? Ja, und ich würde sagen, da bin ich aber auch schon wieder durch mit dem Bild, weil viel zu sagen gibt es ja bei dem Bild jetzt auch nicht mehr. Ich habe jetzt schon das meiste über diese Konstruktion erwähnt. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir doch langsam mal zu dem nächsten Bild und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt sind wir unten angekommen in der Bahnsteighalle und wir schauen jetzt wieder in den Norden und wie wir sehen können, sehen wir hier schon mal einen Tunnel und zwar ein Tunnel mit der Brillenwand im Vordergrund. Ja, und dann hier links sehen wir SK24 und jetzt mal richtig schön durch das Tageslicht angestrahlt. Und zwar, wie der jetzt mit seiner Öffnung in Richtung Süden zeigt. Hier sieht man sehr schön die Öffnung für den Glasaufzug und jetzt hier oben, da gehen dann auch noch Treppen runter, also jetzt hier rechts und links praktisch von dem Aufzug, Treppen und Rolltreppen oder nur Treppen, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also wer es weiß, darf das oder schreibt es einfach in die Kommentare rein. Aber ich glaube, das sind nur Treppen, wo hier rechts und links runtergehen von dem Aufzug. Und dann geht hier der Aufzug komplett durch bis zum Bahnsteig. Natürlich mit Zwischenhalt hier an der Verteilerebene. Ja, und das ist die Verteilerebene Nord für alle, die meine Videos nicht so oft angeschaut haben. Ja. Und hier sieht man noch einen Haufen Materialien, Holz, Pilkanthölzer und so weiter und so fort. Ja,
Mehr gibt es aber auch bei dem Bild schon wieder nicht mehr zu sagen. Außer hier sieht man wieder diese Stahlkonstruktion. Und die geht ja auch hier um SK24 rum. Ja, und noch zu erwähnen wäre eigentlich bei SK24, da kommt kein Glasauge hin, sondern da kommt so eine Glaskuppel drüber. Aber das werde ich in meinem nächsten Video für euch extra mal erwähnen. Ja, ich bin jetzt dann wieder öfters unterwegs und werde dann auch das mal ansprechen. So, da würde ich sagen, wir sind aber mit dem Foto schon wieder am Ende und da würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, dann schauen wir uns jetzt mal den Verteilersteg von unten an. Ja, und hier können wir schon sehen, dass die Stahlstreben, wo jetzt hier so quer verlaufen, dass sie kleiner sind als die Stahlstreben, die jetzt hier in Richtung Keltstützen gehen. Das heißt, ich denke mal, dass der ganze Bereich hier zwischendrin alles mit Beton aufgefüllt wird und dass man eventuell, aber ist jetzt nur meine Vermutung, dass hier unten dann praktisch von unten vom Bahnsteig aus sehen wird. Aber wie gesagt, das ist jetzt nur meine Vermutung. Wer da was Genaueres weiß, darf das gerne mal in die Kommentare reinschreiben, weil es wäre ja auch echt klasse, wenn man zwischendurch mal hier so eine bisschen Stahl zieht, sage ich mal, und dann hier Beton und dann Stahl und dann Beton und dann Stahl zum Beispiel, ne? Wäre auch nicht schlecht. Wäre auch ein super Bild. Ja, und hier sieht man dann, wie es in die Mitte reingeht, wo dann hier das Ganze auch aufliegt. Ne? Hatte ich auf den Schaltafeln. Ja, und so geht es dann ringsrum. Ja, und mehr gibt es aber auch von diesem Foto nicht zu sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Foto wieder. Und ich würde sagen, bis gleich. So, das nächste Foto, da hat mich der Peter doch drauf aufmerksam gemacht. Ich habe das erst gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber dann hat der Peter zu mir gesagt, hey, da liegen Eisenbahnschwellen. Ja, und dann habe ich mal geschaut und tatsächlich lagen dort Eisenbahnschwellen. Und zwar hier zwischen Gleis 2 und Gleis 3 liegen die ersten, oder sind aufeinandergesetzt, die ersten Eisenbahnschwellen. Also ich zähle gerade mal, sind immer 4, das heißt 4, 8, 12, 16 vielleicht aufeinander. Und dann 16, 32, 33, 64, 64, 70, 80, wo wir jetzt dann praktisch so annähernd sehen könnten, aber wir sehen jetzt hier auf dem Bild bloß 8, 16, 32, 8, 16, 24, 32, 40 Stück. Aber das macht nichts und die werden jetzt wahrscheinlich dann auch demnächst hier in dem Bereich dann verlegt werden. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir aber auch schon wieder mit dem Bild durch. Es geht echt
ratzfatz heute. Ja, und dann würde ich sagen, wenn euch das Bild gefallen hat, dann schauen wir doch gleich mal, ob das nächste euch auch gefällt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Bild. Also, bis gleich. So, bei dem nächsten Bild schauen wir praktisch wieder in Richtung Norden. Und dieses Mal schauen wir aber auf den Verteilersteg Mitte, müsste das sein hier. Ja, und hier wurden Fotos gemacht. Ist richtig was los gewesen. Ich glaube, bis wir dran kommen, werden das auch schon. Aber hätte Ewigkeiten gedauert. Ja, und dann sind wir einfach weitergelaufen. Nochmal so am Rande erwähnt. Ja, und jetzt hier drüben sehen wir auch schon wieder Eisenbahnschwellen. Und hier drüben sehe ich jetzt gerade, liegen auch die nächsten. Also es gibt wirklich viel, viel Eisenbahnschwellen. Die werden wahrscheinlich alle mit dem Radlader hier reingefahren, weil hier ist nur eine Schräge. Ja, und dann werden die wahrscheinlich jetzt demnächst hier alle eingebaut. Also überall da, wo keine Verteilerstege gebaut werden, werden dann hier diese Eisenbahnschwellen eingebaut. Ja, mehr gibt es aber jetzt hier auch gerade nicht zu sehen. Aber ich würde mal sagen, das ist doch ein super Bild, wenn man so durch die Kelchstützen hier durchschaut. Und ich würde mal sagen, das hat so irgendwie was so ähnlich wie Gewölbekeller oder die alten Wasserhäuser, die ja auch stellenweise so ein bisschen gebogen waren, die Decken, ne, und abgestützt wurden mit solchen Stützen und dann alles voller Wasser war. Also sieht echt mega mäßig aus. Ja, und ich würde sagen, schauen wir mal, ob das nächste Bild auch so megamäßig aussieht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir schauen uns jetzt Bild Nummer 4 an. Bild Nummer 11. Jetzt habe ich es auch einen Versprecher. Ja, und hier schauen wir jetzt auf den Verteilersteg Süd, der schon wesentlich weiter ist wie die anderen. Aber hier sehen wir auch sehr gut, dass der Stahlstrebenkranz, sage ich jetzt mal, nicht so groß ist wie jetzt beim Verteilersteg Mitte oder sogar beim Verteilersteg Nord. Ja, jetzt habe ich hier bloß ein kleines Problem. Aber das habe ich schon gelöst. So. Und man sieht auch, dass hier jetzt schon Bereiche betoniert sind, das heißt, der Verteilersteg Süd ist eigentlich so, ja, sag mal so 80% fertig, ne? Oder vielleicht 70%, ja, sagen wir mal 70%. Also hier sehen wir den Bereich, der betoniert wurde, und es geht hier an dem Kranz hier vorbei und geht hier nach hinten in den Südausgang, den kommen wir gleich dazu. Und geht dann weiter rüber. Und jetzt sind wir hier beim Südausgang. Ja, und hier oben kommt man ja nachher rein in die Bahnhofshalle, wenn man vom Süden her kommt.
Dann läuft man hier auf den Verteilersteg. Und ich denke mal, dass das hier unten, dass man das hier alles noch zumacht, dass man das praktisch nachher nicht mehr sieht. Und hier sieht man auch schon die Streben, die ich im Video angesprochen habe, die hier angebracht wurden. Und die sind, wie man jetzt hier sieht, direkt in den Würfel einbetoniert worden. Oder eingeschraubt worden, so muss ich sagen. Aber hier sieht man noch ein paar Würfel, das heißt, da werden auch noch, denke ich mal, Streben angebracht. Und hier hinten ist noch eine. Dann sieht man hier noch eine. Also wirklich schon sehr viele Streben zu sehen. Ja, und den Tunnel für die Ziege, den sieht man hier unten noch ein bisschen am Rand, am Bildrandende, sieht man noch ein bisschen vom Tunnel. Ja, der südliche Steg, der ist komplett mit Plane umfasst. Ich denke mal, dass sie das gemacht haben, weil sie wahrscheinlich hier dann diese Stahlkonstruktion wahrscheinlich dann spritzen werden. Also, so ist jetzt meine Vermutung, ne? Aber ihr könnt es gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, warum hier jetzt plötzlich alles mit Plane umfasst wurde, sage ich mal, ne? Ja, das war Bild 11. Jetzt gehen wir zu Bild 12. Und deshalb, wie immer, bis gleich. So, Bild Nummer 12. Aber keine Angst, ich sage jetzt nicht ständig die Nummer dazu. Gerade eben waren wir noch hier auf der rechten Seite. Haben auf der rechten Seite geschaut. Und jetzt sind wir auf der linken Seite. Und wir sehen auch hier diese Streben, die den Verteilersteg halten. Und hier auf der anderen Seite auch. Ja, und das geht dann praktisch so um die Keltstütze herum. Und hier wird dann auch nichts bis an die Wand gemacht. Das heißt, man kann hier einmal um die Keltstütze rumlaufen und dann hat sich das. Ja, und hier hinten sieht man jetzt den Tunnel, wo dann nachher die Züge einfahren. Und hier sieht man die Fertigteile, wie sie die richtig schön angepasst haben, eben an die Situation, jetzt zum Beispiel jetzt hier ein bisschen abgeschrägt haben und das zieht sich dann bis nach unten durch. Ja, ich würde sagen, das war jetzt dieses Bild und dann würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Bild an. So, bei dem nächsten Bild, da wird es schon ein bisschen interessanter und da sieht man auch was, was ich jetzt gar nicht im Auge hatte eigentlich. Was aber jetzt hinterher einleuchtend ist. Aber jetzt erstmal wieder hier die Stahlstreben. Hier eine, dann geht hier eine hoch und hier geht eine hoch. Und hier kann man jetzt auch genau sehen, wenn ich jetzt mal ranzoome hier, wie hier die Stahlstrebe in den Würfel hier reingeht. Ja. Und dann da drin festgeschraubt wurde und dann oben, aber das kann man hier leider nicht sehen, weil da sieht man es mal noch, und dann oben an der Decke befestigt wurde. So, und jetzt kommen wir nämlich zu dem, was ich hier im Video angesprochen habe, wo ich aber nicht gewusst habe, für was das eigentlich ist. Aber jetzt, nachdem ich
in Rupert sein Video angesehen habe, von Tage der offenen Baustelle, nämlich für den Aufzug. Hatte ich jetzt gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber jetzt, wo er es gesagt hat, ist es eigentlich einleuchtend. Das ist nämlich der Bereich, wo der Aufzug unten ankommt, wo dann praktisch nachher auch die Türen dran sind. Na? Hatte ich jetzt also so gesehen gar nicht auf dem Schirm eigentlich. Aber das sind so diese kleinen Details, wo man dann eigentlich überlegt, für was ist das jetzt eigentlich? Na? Ja, jetzt leuchtet es einen ein. Ja, und so geht es hier immer Schritt für Schritt weiter. Hier sieht man wieder ein bisschen Beton, der hier gut eingefasst wurde, weil hier ist ja auch der nächste Stahlkranz, sage ich mal. Ja, also wirklich sehr, sehr, sehr gut gemacht. Dann sieht man hier die erste Treppe. Die Treppen sind alle aus Metall. Das heißt, sie werden auch bloß hier eingebunden. Und ich denke mal, dass die Stufen, also jetzt nicht die, wo von hier unten, sondern wo man oben drauf ist, aber ich kann es nicht von oben zeigen, deswegen zeige ich es von unten, dass man die praktisch vielleicht nur fließt, aber wie gesagt, das ist auch wieder bloß meine Meinung, und dass man diese Flächen hier alle nachher lackiert. Also das ist jetzt mal meine Vermutung, nagelt mich auch bitte nicht drauf fest, wie gesagt, ist nur meine Vermutung. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir mit dem Bild auch schon fertig und dann gehen wir zum nächsten Bild. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Bild wieder. So, gerade eben waren wir noch auf der rechten Seite von der Keltstütze, wo wir die Treppe gesehen haben. Die Vorrichtung für den Aufzug gesehen haben. Jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Keltstütze. Und hier sehen wir auch wieder diese Stahlstreben. Und auch hier kann man wieder sehr gut sehen, wie die hier reingeschraubt wurde. Und auf der anderen Seite geht auch eine nach oben. Also hier gibt es kein Gerüst mehr, wo den Verteilersteg hält. Es gibt bloß noch so Gerüste, wo die Arbeiter draufstehen und dann hier irgendwas machen müssen wegen, sag ich mal, vielleicht hier die Streben einschrauben oder sonstige Geschichten. Ja. Aber ansonsten gibt es hier wirklich nicht mehr viel, beziehungsweise steht hier kein Gerüst mehr. Ja, und dann sind wir auch schon mit dem Bild schon wieder durch. Es geht echt sehr, 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 sehr schnell. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns doch gleich mal, wenn es so schnell geht, das nächste Bild an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind wir auch schon bei dem nächsten Bild. Und da sehen wir jetzt auch wieder eine Treppe, beziehungsweise die haben wir schon mal gesehen. Das ist jetzt bloß aus einem anderen Winkel aufgenommen. Da war die Halterung für den oder die Vorrichtung für den Aufzug mehr in der Mitte und jetzt ist sie weiter nach links gewandert. Ja, hier die Stahlstreben wieder zu sehen, die Treppe. Ja, und hier kann man auch sehen, wie das Ganze mit Folie abgehängt wurde. Und so ist auch das Bild schon erklärt. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Bild. Bis gleich. So, wir drehen uns jetzt praktisch so gesehen einmal im Kreis.
und sehen jetzt die Treppe praktisch von unten. Vorher haben wir sie mehr von der Seite gesehen beim ersten Bild, dann ein bisschen schräger von der Seite und jetzt praktisch so gesehen von hinten. Ja, und da können wir auch sehen, beziehungsweise das ist die zweite Treppe, die andere Treppe ist ja da hinten, sehe ich gerade. Das ist die Treppe für Bahnsteig 1 und 2. Das ist die Treppe für Bahnsteig 3 und 4. Und hier dasselbe Bild, genauso. Ja. Auch hier gibt es nicht viel dazu zu sagen. Man sieht aber auch, wie echt dunkel das hier war und wie hell das praktisch hinter der Plane aussieht. Und das finde ich echt toll, dass sie das so gemacht haben, weil dann sieht man mal, wie die Lichtverhältnisse sind. Wenn es wirklich jetzt mal dunkel wäre und alle Lichter so gesehen oder fast alle Lichter aus sind, ja, und kein Tageslicht mehr reinfällt, ne? Aber trotzdem konnte man bei dünnen Lichtverhältnissen noch sehr, sehr, sehr gute Bilder machen. War ich echt überrascht, wo ich die Bilder mir angeschaut habe, wie toll die Bilder geworden sind. Und ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das so findet, wie euch die Bilder gefallen haben. Ja, da es ja jetzt zu diesem Bild nicht viel mehr zu sagen gibt, würde ich sagen, schauen wir uns das nächste Bild an. Da würde ich sagen, sorry, gehen wir doch gleich zum nächsten Bild. Also bis gleich. So, und wir sind immer noch beim Verteilersteg Süd. Das heißt, wir haben den Verteilersteg Süd noch nicht verlassen. Ich muss euch ehrlich sagen, es gab hier unten beim Verteilersteg Süd so viel zum Sehen. Ich muss sagen, so viel konnte man gar nicht fotografieren, was da alles zu sehen gab. Ne? Jetzt hier zum Beispiel sieht man wieder eine Strebe, die hier oben festgemacht wurde. Ja, ein bisschen verpixelt, aber man kann es ein bisschen sehen, ja, wie das da festgemacht wurde. Da finde ich es toll, dass sie da auch ein bisschen Licht hingemacht haben. Ne? Dass man das auch ein bisschen erkennen kann. Hier gibt es noch eine Strebe. Ah, da sieht man es ein bisschen besser. Ja, hier ist der Bolz, also praktisch das, was von der Decke herunterkommt. Und dann wurde die Strebe da eingefasst und dann wurde von hier ein Bolzen durchgesteckt. Und der wird wahrscheinlich oder wurde wahrscheinlich von der anderen Seite verschraubt. Wenn ich mich täusche, bitte verbessert mich sofort, aber ich denke mal, das wird so wahrscheinlich gewesen sein. Dann sieht man hier auch nochmal eine Strebe, aber ich sehe allerdings nirgends eine Mutter. Aber ich kann mich natürlich täuschen, auch hier ist eine Strebe, dann hier hinten ist auch noch eine. Und dann hier wieder die mächtige Kelchstütze hier. Und dann geht sie hier hinten rum. Ja, und hier auch wieder der Ausgang Süd müsste das sein. Also Wahnsinn. Es ist echt der Wahnsinn, wie super das jetzt da schon aussah. Und ich muss echt sagen,
bin sowas von begeistert gewesen. Und ich würde es schade finden, wenn man es nächstes Jahr nicht wieder macht. Und ich würde sagen, sehen wir uns gleich zum nächsten Bild wieder. So, beim nächsten Bild, da schauen wir nochmal in Richtung Südausgang. Und hier können wir jetzt das alles noch ein bisschen besser sehen, weil ich da jetzt weiter weg war. Hier sehen wir jetzt übrigens den Notausgang vom Bahnsteig 4, beziehungsweise, nee, Bahnsteig 3. Bahnsteig 3, der Notausgang, weil Südausgang ist ja über Bahnsteig 3. Also Bahnsteig 3 ist es und Bahnsteig 4 ist ja da hinten. Ja, und hier sehen wir ein Stück vom Tunnel, der geht dann hier so rüber. Das ist Gleis 6 und Gleis 7. Und hier dann hinter der Plane hier ist dann praktisch Gleis 4 und Gleis 5. Ja, und jetzt gehen wir mal noch ein bisschen weiter rein in das Bild. Also hier haben wir den, wie gesagt, den Notausgang am Bahnsteig 3. Wer jetzt so neu auf meinem Kanal ist, auf jedem Bahnsteig gibt es im Norden und im Süden einen Notausgang. Geplant waren auch mal noch Notausgänge, zwei Stück auf den Bahnsteigen direkt. Aber das hat man dann wieder verworfen. Aus Gründen, die eigentlich nicht plausibel waren, ne, sage ich mal so frei raus. Aber da brauchen wir jetzt nicht drüber näher drauf eingehen. So, das hier wird alles noch zugemacht, denke ich mal, dass man das alles hier nicht mehr sieht dann nachher, weil da liegt ja dann praktisch der Steg hier auf. Hier ist dann der Eingang zur Bahnsteighalle. Ja, und hier kommen wahrscheinlich noch Lampen rein, Hinweise für den Notausgang und was weiß ich nicht, nur alles. Es sind auf jeden Fall sehr viele Öffnungen, wie ihr seht. Also da wird da wahrscheinlich einiges reinkommen. Ja, das war jetzt eigentlich schon das von dem Bild hier. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Bild und schauen wir mal, was das nächste Bild ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Ja, beim nächsten Bild, da schauen wir auch noch mal kurz auf den Südeingang. Also wie schon angesprochen, das wird wahrscheinlich definitiv noch zugemacht hier. Hier ist der Eingang. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen hier drauf gehen, sieht man, wie hier die Strebe hier eingeschraubt wurde. Wenn wir jetzt hier mal ein bisschen hochgehen, sieht man auch wieder nicht richtig. Das ist gerade von der falschen Seite, aber ich denke, dass von der anderen Seite wahrscheinlich eine Mutter drauf ist. Also hier sieht man auf jeden Fall die Stahlstreben schon. Und hier sieht man auch, dass auf jeden Fall die Gerüste dafür da sind, dass man die Stahlstreben hier festhalten kann und einbauen kann, dass die Arbeiter da besser rankommen. Würde ich jetzt mal so frei raus sagen. Ja. Aber viel mehr gibt es zu dem Bild jetzt hier auch nicht zu sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich zum nächsten Bild. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. So, das nächste Bild zeigt jetzt die Treppe bei Bahnsteig 3. Und da gibt es ja noch eine Treppe bei Bahnsteig 4.
Ja, und auch hier wieder die Vorrichtung für den Aufzug und hier auch abgesperrt sieht man ja die Aussparung für den Aufzug. Ja, und dann, wie gesagt, hier die Treppe, aber mehr gibt es hier auch nicht zu sehen. Deswegen würde ich sagen, verplempern wir nicht viel Zeit, gehen zum nächsten Bild. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, und hier sehen wir jetzt mal die Vorrichtung für den Aufzug. Und hier kann man sehr gut sehen, wie die Vorrichtung hier befestigt wurde. Einmal hier und dann einmal hier. Man sieht ja, dass dieses Teil hier dazugehört und dass praktisch die Vorrichtung für den Aufzug einfach da dran geschweißt wurde und dann auch mit solchen Streben festgemacht wurde. Also das ist schon mal sehr positiv. Oder es ist die Strebe für den Steg. Kann man jetzt nicht so gut erkennen. Aber hier geht eine Strebe von dem Steg nach oben. Ja, und dann ist hier die Treppe befestigt worden. Ja, aber viel mehr gibt es eigentlich jetzt auch zu diesem Bild nicht zu sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zum nächsten Bild. Bis gleich. So, bei dem nächsten Bild bin ich gerade am Rätseln gewesen. Aber das könnte rübergehen zum, und zwar zu Gleis 7 und 8, denke ich mal. Weil ja hier die Treppe runter geht. Ich habe erst gedacht, das hier der Südausgang ist es aber nicht. Weil der befindet sich ja hier hinten. Also müsste das dann praktisch jetzt dann Gleis 7 bzw. Bahnsteig 7 und 8 sein. Ja, hier sieht man auch wieder eine Strebe nach oben gehen, die Treppe. Hier hinten sieht man, das abgesperrt wurde, ich denke mal auch für den Aufzug. Und da dürfte dann die Vorrichtung für den Aufzug runtergehen. Ja, mehr gibt es aber jetzt auch hier von dem Bild nicht zu sehen. Hier sieht man noch die Vorrichtung für den Aufzug vom Bahnsteig 4 für Gleis 6 und 7, nee, 3, Bahnsteig 3 fürs Bahnsteig 5 und 6. So, jetzt haben wir es. Ja, aber mehr gibt es auch zu diesem Bild nicht zu sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir gleich weiter zum nächsten Bild. Ja, und das Bild finde ich jetzt mal wirklich das beste Bild überhaupt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Bild haltet. Aber hier kann man jetzt mal wirklich richtig sehen, wie die Treppe hier festgemacht wurde. Man könnte meinen, dass die Treppe und diese Stahlkonstruktion alles in einem wäre, ne? Aber weit gefehlt, Leute. Die Treppe ist ein einzelnes Teil. Die wurde praktisch
man kann es gar nicht sehen, ne? Aber die wurde praktisch hier angeschweißt. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das noch zu der Treppe gehört und dass es dann einfach nur so dran gefügt wurde und dann angeschweißt wurde und oben auch und dann einfach nur eingefügt wurde. Kann man jetzt leider nicht sagen, weiß ich jetzt nicht, aber man sieht es auch nicht richtig, wenn man richtig drauf geht, man sieht es nicht richtig. Na, es ist echter Wahnsinn, haben sie echt super gemacht. Ja, und hier nochmal die Vorrichtung für den Aufzug. Ja, mehr gibt es aber zu dem Bild auch nicht zu sagen. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter. Ja, der Südeingang, der lässt einen, oder das südliche Portal, sage ich mal, von der Bahnsteighalle lässt einen absolut nicht in Ruhe. Ja. Hier sieht man jetzt nochmal den Notausgang, hier den Tunnel, wo die Züge ein- und ausfahren. Na, ja. Und hier gibt es auch eine Absperrung. Vielleicht für die Kabelkanäle, denke ich mal. Oder gibt es da noch einen Aufzug? Das weiß ich jetzt nicht ganz so genau. Ja. Aber mehr zu dem B kann ich jetzt hier auch nicht sagen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir doch am besten gleich zum nächsten Bild weiter. Ja, und dann schauen wir mal, was das nächste Bild bringt. Bis gleich. Ja, das Bild, das finde ich jetzt auch so hammermäßig. Weil jetzt kann man mal so richtig schön sehen, wie das Ganze um die Keltstütze rumgeht. Ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr von dem Bild haltet. Schau gerade mal nach. Das ist Bild 25. Also ihr könnt gerne mal eure Meinung hier in den Kommentare reinstellen, was ihr zu Bild 25 sagt, ob das wirklich mir gut gelungen ist oder nicht. Oder allgemein zu den Bildern, mal euer Kommentar dazu da lassen. Aber ich finde es echt mega gut geworden. Würde ich mal so frei behaupten. Na, hier die Keltstütze, dann der Ring, der außen rum geht. Na, hier das Südausgang noch mit eingefangen und hier drüben geht es dann weiter zum Bahnsteig 4. Also wirklich ein super hammermäßig gutes Bild geworden. Hier die Stützen, die nach oben gehen, hier die Stütze, die direkt zu der Keltstütze geht. Na, hier nochmal eine Stütze. Hier die Vorrichtung für den Aufzug. Also ich finde, das Bild ist mir relativ sehr gut gelungen. Ja, lasst einfach mal eure Meinung da. Würde mich freuen, was ihr dazu sagt. Aber ich finde, ja, das Bild, das hat schon was. Und ich würde sagen, schauen wir mal das nächste. Ja, aber so langsam aber sicher, jetzt habe ich es. Bewegen wir uns langsam weg vom Südkopf und gehen wieder Richtung Treppe, wo wir runtergegangen sind. Hier sieht man jetzt wieder sehr gut die Stahlstreben, die hier nach oben gehen, das Ganze halten. Dann die Treppe, wo hier eingefügt wurde, noch ein Stück von dem Kranz, wo um die Keltstütze rumgeht. Also auch das Bild, muss ich sagen, sehr gut geworden. Und für das, dass ich überhaupt nicht der Mann bin, der absolut so gut fotografieren kann, muss ich sagen, ist mir das sehr gut gelungen. Schauen wir uns das nächste Bild. So, jetzt muss ich sagen, haben wir langsam mal genug von
den südlichen Teil. Jetzt habe ich mich mal um fast 180 Grad gedreht. Und wir schauen jetzt, ja, ich würde sagen, in den Nordwesten. Na, und können jetzt hier mal wirklich die schöne, super Wand hier betrachten, wie das alles genial aussieht, wenn da das Ganze mit Licht angestrahlt wird. Also es ist echt der Wahnsinn da drüben. Der Verteilersteg Mitte, wo wir dann rein und raus gegangen sind. Na, und hier ist eine Öffnung. Ich denke mal, ja, das sind die Öffnungen für die Kabelkanäle. Damit muss man ja auch Kabel ziehen, ne? Und da sind sie wahrscheinlich auch gerade dabei. Ja, und das war es eigentlich schon von dem Bild. Aber ich würde auch mal sagen, das ist auch wirklich mega gut gelungen, finde ich. Ja, und dann schauen wir doch mal, was das nächste Bild bringt. So, wir drehen uns jetzt langsam immer mehr in Richtung Norden ein. Also gerade haben wir noch ein bisschen in diese Richtung hier geschaut. Haben dann hier drüben noch den Strahler gesehen, den sehen wir jetzt nicht mehr. Jetzt sind wir dafür hier einen Strahler und hier einen Strahler. Und hier noch ein bisschen Baumaterial. Und drehen uns jetzt praktisch in diese Richtung, dass wir jetzt hier in diesen Gang hier reinschauen können. Ja, und ab und zu schauen wir halt hier schräg in diese Richtung und sehen jetzt hier diesen Teil von dem mittleren Verteilersteg, den wir vorher nicht gesehen haben, durch diese Kelchstütze hier. Die verdeckt jetzt übrigens den Eingang, der jetzt dahinter sitzt. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal, was das nächste Bild so bringt. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, ihr seht schon, wir kommen langsam immer näher wieder der Treppe. Ja, gerade eben hatten wir noch diesen Kelch hier so vor diesem Bereich hier stehen gesehen. Jetzt sind wir fast an dem Kelch vorbei. Das heißt, der Kelch hier verlässt uns jetzt. Und wir haben jetzt wieder Blick auf den Eingang hier und natürlich auf den Bereich hier. Aber hier im Dunkeln ist auch noch ein bisschen von dem mittleren Verteilersteg zu erahnen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was das nächste Bild bringt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder beim nächsten Bild. Bis gleich. Ja, bei dem nächsten Bild, da sehen wir zwei Beugen Armierungseisen. Ich denke mal, die sind entweder für die Verteilerstege oder für die Eisenbahnschwellen. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mitbekommen, weil das ja innen drin ist. Ja, und da würde ich sagen, machen wir das mit dem Bild ganz kurz. Gehen wir zum nächsten Bild. Bis gleich. Ja, und hier sehen wir schon die nächsten Armierungseisen. Also da bin ich mir fast sicher, dass die für die Eisenbahnschwellen sind, weil die sind alle so gerade. Ja, und dann sieht man aber davor noch, ja, das sind auch noch Armierungseisen. Ich dachte gerade, das wären die Stahlstreben für die Verteilersteige, aber das ist nicht so.
Also denke ich mal, für die Eisenbahnschwellen, ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal zum nächsten Bild. Ja, hier sehen wir jetzt eine Öffnung für den Kabelkanal. Also da, wo nachher die Kabel durchlaufen. Und ich denke mal, dass da dann jetzt auch die Kabel gezogen werden. Und dass da jetzt bald was vorangeht. Also, bis gleich zum nächsten Bild. Genau auf dieses Bild habe ich schon gewartet, weil auf dem Bild können wir jetzt mal so richtig sehen, wie das hier so aussieht. Also das sind hier die Gewinde, wo in den Würfel eingeschraubt werden. Und ich sehe gerade, hier sind sogar Nummern drauf. Hier zweimal die 44, dann einmal die 35, einmal die 37 und einmal die 43. Und was das jetzt für eine Nummer hat, kann ich leider nicht sagen. Aber wie gesagt, die mit den Schraubgewinde, die sind, kommen in die Würfel beim Verteilersteg rein und die mit den Ösen hier, die sind nachher an der Decke befestigt. Also ich muss sagen, ich war echt erstaunt von dem Durchmesser her. Es ist der Wahnsinn, was für ein Durchmesser die haben. Da war ich echt begeistert. Ja. Und hier auch nochmal eine Öffnung vom Kabelkanal. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal zum nächsten Bild. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim nächsten Bild wieder. Ja, und hier nochmal im Blick in Richtung Süden. Und dann sehen wir auch hier nochmal die ganzen Streben für die Verteilerebene. Und hier sieht man jetzt auch mal, dass hier ausgespart wurde für eine Mutter. Also kommt tatsächlich eine Mutter hinten drauf. Also würde ich jetzt mal so sehen. Ne? Und wie gesagt, boah, haben wir es von hier drüben aus gefilmt oder fotografiert. Das waren die hier. Und jetzt sehen wir hier die hier. Also Wahnsinn, was da am Material rumfährt. Auch hier die ganzen Paletten hier. Alles Material. Ja, das hier ist der Peter, der hat mich begleitet. Da sage ich nochmal recht herzliches Dankeschön. Ja, der Peter hat gestern bei dem Video geschrieben, das war jetzt schon das dritte Mal, dass ich jetzt mit dem Peter hier durch die, ja, beim Tag der offenen Baustelle durchgelaufen bin. Da sage ich nochmal recht herzliches Dankeschön an Peter, dass er extra aus Köln dafür anreist. Hier hat er gerade Akkutausch gemacht, glaube ich sogar, und ich glaube auch Speicherkartenwechsel. Und er ist auch immer gut ausgestattet, also der hat wirklich einen riesen Rucksack immer dabei mit Fotoapparaten, Akkus, Speicherkarten und hast du nicht gesehen? Also Wahnsinn, was der alles dabei hat, aber auch die Qualität von seinen Bildern. Ich denke mal, dass ich im Sommer, wenn ich wieder bei ihm bin, noch mal ein paar Bilder von der Tag der offenen Baustelle hier bringe,
weil ich muss dazu Zugriff haben auf seine Speicherkarten. Also, bis gleich. Ja, jetzt hier nochmal im Blick in Richtung Süden, natürlich auch mit Großaufnahme fast, würde ich sagen, vom Peter. Ja, hier hat er den Plan versteckt in der Jackentasche. Und ich würde mal so sagen, dass wir wirklich schon sehr gute Freunde geworden sind, jetzt in der ganzen Zeit, wo wir uns jetzt schon kennen. Und dass wir uns immer freuen, wenn wir uns mal wiedersehen. Ich denke mal, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, dafür nochmal recht herzliches Dankeschön, Peter. Ja, zum nächsten Bild. Ja, das gehört zwar jetzt nicht zum Bauprojekt dazu, aber speziell zum Peter nochmal. Ich finde es toll, dass der extra aus Köln jedes Jahr anreist, wenn die Tag der offenen Baustelle ist, um hier dabei zu sein. Ja, und am Anfang habe ich gedacht, ja, das ist einfach nur ein Abonnent. Der wollte mich jetzt einfach mal nur so einmal sehen. Ja, und daraus ist wirklich eine sehr gute Freundschaft geworden und dafür nochmal ein riesiges Dankeschön. Ja, bevor wir auf das Bild eingehen, möchte ich nochmal abschließend sagen, das habe ich jetzt ganz vergessen. Sorry. Dass solche Abonnenten natürlich jeden YouTuber, Follower und so weiter am liebsten sind, ja. Am liebsten solche Abonnenten, Follower zu haben, die wirklich Respekt vor einem haben, die sagen, ey, du machst super Arbeit und so weiter und so fort. Und nicht jedes Mal ein Haten, ja, weil mal irgendwas in die Hose gegangen ist oder sonst irgendwas. Und ich muss ehrlich sagen, seit ich die Videos mache, egal was für Videos, ob das jetzt hier fürs Baustellenmagazin ist oder fürs Magazin ist, ja, oder für meinen neuen Kanal AGS Schwäbische Alb, den werde ich auch mal verlinken noch, muss ich sagen, dass ihr einfach alle die Besten seid und einen immer den Rücken stärkt. Und das gibt jeden YouTuber, Follower wirklich die Kraft, weiterzumachen und zu sagen, ich werde für meine Arbeit auch belohnt. Ja, das möchte ich mal hier an dieser Stelle auch noch erwähnen. Ja, weil ohne euch würde es definitiv nicht gehen. Ja, ohne euch kein Erfolg, ohne euch keine Videos. Deswegen auch nochmal an euch alle recht herzlichen Dank und auch an alle, die jetzt noch Abonnenten geblieben sind, auch wo jetzt schon seit fast einem Jahr kein Video mehr kam, trotzdem geblieben seid. Herzliches Dankeschön an euch alle. Erstmal von hier aus. Ja. Das muss nämlich auch mal erwähnt sein zwischendurch. So, hier sehen wir noch. Ja, ich sag mal, Gestelle für Kabel oder sonstige Geschichten, die hier verbaut werden. Und dann hier geht es gerade weiter mit den ganzen Baumaterialien. Ja, dann schauen wir mal, was das nächste Bild so sagt. Bis gleich. Ja, das nächste Bild zeigt auch schon wieder,
jede Menge Armierungsstahl. Ich denke mal einfach für die Eisenbahnschwellen. Das ist also wirklich eine jede Menge. Und natürlich in Aufkleber Stuttgart 21 durchgestrichen. Ich finde es sinnlos, das jetzt hier drauf zu kleben. Ja, ich muss ehrlich dazu sagen, Leute, das Zeug hier gehört euch nicht. Ja, das muss ich mal an dieser Stelle ausdrücklich sagen. Es gehört euch nicht, das gehört in die Firmen. Und die Firmen können nichts dafür, dass das jetzt hier gebaut wird. Und dann diese Sachen hier noch drauf zu kleben, finde ich eine absolute Frechheit. Klebt die doch irgendwo außerhalb hin. Ja, was weiß ich, an den Steg, der über die Baustelle geht oder sonstiges. Aber nicht an die Sachen, wo die Baufirmen gehört, weil die haben definitiv nichts damit zu tun. Ja, und ich möchte nochmal ausdrücklich hier erwähnen, dass es eine Volksabstimmung gab und die Volksabstimmung hat klipp und klar ergeben, dass der Bahnhof gebaut wird. Mit einer absoluten Mehrheit. Und da muss man jetzt einfach mal dazu sagen, okay, wir sehen das jetzt ein. Ja, ihr könnt euren Protest gerne zum Ausbruch bringen oder zur Aussprache bringen, aber klebt euer Zeug nicht an Sachen hin, die anderen gehören, die nicht einmal der Öffentlichkeit gehören, sondern Firmen gehören. Ja, so viel mal dazu. Weil das sollte nämlich auch mal erwähnt werden. Also, zum nächsten Bild. Ja, gerade mal zu dem Aufkleber zurückzukommen, das ist mir nämlich gerade erst aufgefallen, dass der da klebt. Bei der Sichtung habe ich den gar nicht gesehen. Ja, mehr möchte ich aber dazu jetzt nicht mehr sagen. So. Hier haben wir noch jede Menge Armierungseisen und hier haben wir noch mal eine Öffnung für den Kabelkanal. Und jetzt kann man mal wirklich sehen, wie das aussieht, wenn es ziemlich hell ist, wie weiß das ist, weil da gab es ja auch schon viele, wo gesagt haben, ah, das wird ja nie richtig weiß werden und so weiter und so fort. Da muss ich dann mal klipp und klar fragen, wenn man das, was jetzt hier hell ist, nicht weiß ist, was ist es dann? Das Tageslicht oder das Licht von den Strahler? Oder ist es zur Beton? Also wenn man mal ehrlich ist, muss man auch mal sagen, okay, das ist jetzt so, wie die es gesagt haben, es wird immer weißer und weißer und das muss man jetzt einfach mal so respektieren, würde ich sagen. Ja, wir nähern uns jetzt langsam wieder der Treppe, das heißt, der Ausgang von der Bahnsteighalle kommt jetzt langsam näher. Wir sehen auch wieder, wie geil das angepasst wurde hier an die Galeriefenster mit der geschwungenen Wand hier und dann hier oben die Aussparung für den Mitteleingang für die Beleuchtung. Also wirklich sagenhaft und dann hier der Verteilersteg Mitte, wo dann hier an den Schlosspark angrenzt, wo dann aber erst später die Glaskuppel hinkommt. Viele sagen immer, wenn das ITS weg ist. Ja, könnte sein, muss man mal schauen. Aber das Bild, das passt auch.
So, hier nochmal. Der Verteiler steht Mitte aus einer anderen Perspektive. Vorher hat man die, jetzt von hier aus gesehen, die linke Seite gesehen. Jetzt sehen wir hier die rechte Seite, also vorher von der, da drüben aus gesehen, war es die linke Seite, jetzt ist die rechte Seite. Ja, und da sieht man schon, dass es wesentlich größer ist. Ich glaube, beim südlichen Verteilersteg waren das 1, 2 oder 3 Streben. Entweder so oder so, aber ich glaube eher so breit, würde ich mal sagen, bis zu der dritten. Und jetzt haben wir aber 1, 2, 3 nochmal dazu. Also ist wirklich schon extrem groß, der Ring. Also dann kann man davon ausgehen, dass da auch viel wesentlich mehr Leute dann unterwegs sein werden als im südlichen Bereich. Na, und auch hier kann man wieder das sehr deutlich sehen. Ja, und hier oben sieht man übrigens die Halterung für die Stangen, für die Streben. Aber hier sind leider noch keine drin, das heißt, da wird das Ganze noch von den Gerüsten hier gehalten. Ja, und ich denke mal, vielleicht, wenn es noch eine tagtäglich Baustelle gibt, wird man das vielleicht dann sehen. Bis gleich. So, kurz bevor wir wieder hochgehen, sehen wir jetzt hier nochmal die Vertiefung für den Glasaufzug. Der hier hinkommt. Und ich würde mal sagen, das sieht doch schon mal perfekt aus. Und man sieht ja auch schon anhand der Leiter, was das für eine Dimension hat. Ne? Weil die Leiter wird ungefähr auf die Höhe jetzt, ja, vielleicht bis zur Hälfte rausgucken. Also ist schon der Wahnsinn, wie tief das da runter geht. Ne? Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter zum nächsten Bild. So, bei dem nächsten Bild, da waren wir jetzt wieder langsam auf dem Weg nach oben. Und hier muss ich sagen, sieht man die Galeriefenster sehr gut, aber auch wieder hier mit den Fertigteilwände, wo sie hier auf der Baustelle gefertigt haben. Wie gut das alles zueinander passt. Ja, und wenn dann nachher hier mal das Parkhaus angeschlossen wird, wie genial das dann nachher aussieht, wenn man dann praktisch vom Parkhaus hier runterschaut. Also der Wahnsinn. Und ich habe jetzt eigentlich einfach mal gedacht, ich fotografiere das jetzt einfach mal, weil man das jetzt so schön hier sieht. Ja, und wie gesagt, wir sind hier schon wieder auf dem Weg nach oben. So, jetzt sind wir auf der Treppe schon wieder ein kleines Stück weiter und immer noch geht der Blick auf die Galeriefenster und man kann es jetzt sehr deutlich sehen, wie das jetzt hier mal verlaufen wird. Ne? Also echt der Wahnsinn, wie das dann hier läuft. Und ich denke mal, das wird jetzt hier kein Verteilersteg sein. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich für die Arbeiter sein hier. Ja. Und mehr gibt es jetzt eigentlich zu dem Foto auch nicht zu sagen. Also ich musste immer mal abwarten, dass ich den freien Platz habe zum Fotografieren, weil ja immer wieder Leute auch runtergelaufen sind. Und dafür muss ich echt sagen,
ist mir das Foto echt oder die Fotos sehr gut gelungen. So, jetzt oben angekommen und nochmal im Blick auf die Galeriefenster. Und da kann man mal richtig sehen, wie die oben so richtig reingehen, in das Dach übergehen. Also ist echt super gemacht, muss ich ehrlich mal sagen. Und ich ziehe echt da meinen Hut. So, und jetzt noch mal ein Blick auf den Verteilersteg. Weil wir können irgendwie nicht genug kriegen von dem Verteilersteg hier. Und deswegen auch noch mal hier direkt beim Rausgehen noch mal einen Blick auf den Verteilersteg hier. Und man sieht jetzt auch mal die Dimension von dem Verteilersteg hier. Das geht hier richtig raus, ne? Fällt mir gerade auf, ne? Das geht hier richtig schön raus in die Galeriefenster rein. Ich würde mal sagen, sogar bis über das Galeriefenster raus hier. Also es ist echt der Wahnsinn, wie groß das Ganze wird. Ich muss echt sagen, Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn, wie geil das hier ist. So, weil wir ja gerade bei den Verteilersteg sind, jetzt auch noch mal einen Blick in die andere Richtung. Hier sieht man jetzt auch noch mal die Halterung für die Streben. Also, ich muss echt sagen, ich bin echt begeistert, wie das jetzt mittlerweile aussieht. Und wie gesagt, ich ziehe meinen Hut, den ich jetzt im Moment nicht aufhabe, aber virtuell ziehe ich ihn jetzt mal und bin echt begeistert von dem, was die jetzt hier bisher auf die Beine gestellt haben. Und bin echt froh, wenn es fertig ist. So, auch hier nochmal im Blick auf den Verteilersteg. Also echt Wahnsinn, wie das aussieht, wenn man mal die Perspektive wechselt. Ist echt der Wahnsinn. Und da geht es übrigens auch schon um die zweite Kältestation. Also echt der Wahnsinn. Und ich bin echt sowas von begeistert. Ja, bei dem Bild, da war ich eigentlich schon draußen und der Peter hat da schon runter fotografiert. Da habe ich gedacht, hey, ich muss noch mal zurück. Ich muss das noch mal einfangen und habe dann extra für euch hier noch mal die Kamera draufgehalten und habe das dann fotografiert, weil den Einblick von oben, den wird man wahrscheinlich so nie wieder haben. Ja, und das hat mich einfach so begeistert an dem Bild, dass ich einfach gesagt habe, das muss ich unbedingt haben und habe es für euch eingefangen. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen. Ja, jetzt hier nochmal das vorletzte Bild. Sozusagen aus der Bahnsteighalle. Und hier kann man auch noch mal die Dimension sehen, wie die Galeriefenster in die Decke übergehen. Ne? Und ich muss sagen, das ist der absolute Wahnsinn und das ist schon ein Highlight, das überhaupt zu sehen und sowas überhaupt in Stuttgart zu haben, ja, dass der Übergang hier und die ganzen Kältestützen, ja, wenn man die jetzt mal sieht, ja, die andere so im Viertel im Blick zu haben, wie das Licht da reinscheint, also echter Wahnsinn, dann hier die Verteilerstege, die hier bis hier rausgehen, also ist echt der Wahnsinn, also es war echt
nichts wert, sage ich mal. Ich muss sagen, wir waren auch dieses Jahr zeitlich viel früher dran, um hier runterzukommen, als im letzten Jahr. Letztes Jahr habe ich es leider nicht zeitlich geschafft. Aber dieses Jahr hat es einwandfrei hingepasst und wir waren eigentlich noch vor meiner Zeit, wo ich wieder zurückfahren wollte, mit der ganzen Tour hier fertig. Ich muss sagen, es hat alles sehr gut reingepasst. Und nochmal Riesendank an alle, die das hier geplant haben, die Tage der offenen Baustelle. Es zeigt ja auch, wie viele Menschen dort waren. Ich habe es jetzt dann an dem Dienstag nach Ostern gehört im Radio 115.000 Menschen, ja, obwohl am Ostermontag nicht so viel oder Montag ziemlich viel oder immer wieder geregnet hat, aber schon allein das, was am Samstag, am Ostersamstag los war, wo der Jochen da war, ja, und der Jochen gesagt hat in seinem Video, sie mussten jetzt schon ein paar Mal die Eingänge schließen, weil es einfach zu voll war, zeigt einfach das, dass die Leute doch interessiert sind jetzt. Jetzt, wo es langsam zum Ende zugeht, dass da immer mehr Menschen kommen und sich dafür interessieren und dafür mal an alle, die jetzt an dem Osterwochenende da waren, auch von meiner Seite her ein riesen herzliches Dankeschön. Und es erleichtert aber auch uns die Arbeit, weil wir dann auch sehen, dass ihr unsere Videos anschaut. Und nochmal genau die Sachen, die ihr euch da angeschaut habt, nochmal im Video oder per Bild mit anzuschauen, weil vielleicht haben wir ja was anders aufgenommen, als ihr aufgenommen habt, weil es haben ja sehr viele Leute fotografiert. Ja, und ja, schon allein deswegen freue ich mich immer wieder, wenn ihr unsere Videos anschaut, unsere Bilder anschaut, das zeigt uns, dass wir alles richtig gemacht haben. Natürlich auch an die, also an die Leute, wo das Ganze geplant haben. Herzliches Dankeschön. Ja, wenn wir jetzt nochmal auch informiert werden, wenn es irgendwelche Pressetermine gibt, wäre natürlich nicht schlecht, weil gelistet sind wir ja schon. Na, warten wir eigentlich drauf, auch schon Hubert von S21 BauTV hat auch häufig genug angesprochen. Ja, er selber wird auch nicht informiert. Deswegen auch nochmal an die Projektpartner, informiert uns doch einfach mal, wenn es irgendwas gibt, weil wir kommen gerne mit der Kamera und nehmen das gerne auf. Und zeigen es auch der Öffentlichkeit. Dann habt ihr wenigstens auch mal ein paar YouTuber da, wo das Zeug auch der Öffentlichkeit zeigen. So, jetzt sind wir mehr oder weniger wieder draußen aus der Bahnsteighalle. Jetzt nochmal im Blick zurück in die Bahnsteighalle. Und hier können wir nochmal die Stahlträger sehen. Ich denke mal, dass hier vielleicht auch noch was hinkommt. Na, weil hier haben sie auch noch eine Erhöhung eingebaut für irgendwelche Hinweise für unten dann und so weiter. Na, hier genauso. Also, ich denke mal, da kommt auf jeden Fall auch noch was hin. Ja, das waren jetzt auf jeden Fall mal die Fotos von der Bahnsteighalle. Und jetzt kommen noch ein paar Fotos vom südlichen Bereich oder auf dem Weg zum südlichen Bereich. Gleich kommt noch ein Foto im Anschluss hier an der Bahnsteighalle von außen. Ja, dann würde ich sagen, schauen
Schauen wir uns mal die Fotos an. Ja, bei dem Foto, da sind wir jetzt auch am Rätseln gewesen. Für was soll das jetzt hier sein? Weil hier sieht man ja die Armierungen für die Schalungswand, die dahinter läuft. Und hier wird noch armiert. Ich denke mal, dass das vielleicht hier vorne ist ein Schacht, den sehen wir gleich noch besser, dass das dann hier drüber geht. Ich denke mal, dass das vielleicht einfach noch eine Wand vor der Wand ist, um eben den Schacht hier noch zu verdecken. Und dass, wenn das dann hier verdeckt ist, dass dann hier aufgefüllt wird. Wenn es aber einer genau weiß, darf er es gerne in die Kommentare reinschreiben. Da haben wir überhaupt nichts dagegen, weil hier hinten, da sieht man nämlich auch schon wieder Schalungseinheiten, wo das gleiche gebaut wird wahrscheinlich. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Foto und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns doch gleich wieder. Ne? Also, bis gleich. So, hier haben wir jetzt den angesprochenen Schacht. Und hier sieht man übrigens noch die Stahlstreben von der Verteilerebene. Erst habe ich gedacht, das könnte vielleicht für die Verteilerebene sein. Aber ich bin mir nicht 100% sicher. Also wer das weiß, schreibt das einfach mal in die Kommentare rein. Weil ich habe bis jetzt immer gedacht, das ist vielleicht um den Schacht hier zu verdecken. Ja? Weil hier sieht man auch wieder eine Armierung, einen Abstandhalter. Also wer das weiß, einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Und dann wissen wir das auch. Ja, ansonsten gibt es da eigentlich nicht sehr viel mehr zu sagen. So, jetzt sind wir schon am Südkopf angekommen. Hier der Fluchttunnel, der vom Eingangsbereich rüber geht zur Haltestelle Staatsgalerie. Aber ich habe das ja gestern schon mal angesprochen. Leider hat man es nicht gesehen. Dass der Bereich nie geöffnet sein wird, außer es gibt einen Notfall, dann wird es wahrscheinlich geöffnet werden, aber ansonsten wird der Bereich geschlossen sein und wir haben das ja oft genug von hier oben aus gezeigt. Ja, und jetzt auch mal direkt hier von der Treppe aus mal einen Blick drauf geworfen und ich denke mal, wenn die soweit fertig sind, wird das Ganze hier auch sofort aufgefüllt mit Erdreich. Ja, da gibt es dann auch nicht mehr viel zu sagen. Da würde ich sagen, gehen wir doch gleich zum nächsten Bild. So, das nächste Bild zeigt den Südeingang von der Rückseite. Und man sieht, hier haben sie schon Abdichtungsfarbe angebracht. Oder Grundierungsfarbe. Hier sieht man die Schweiß- oder Bitumenbadenden. Früher hat man auch gesagt Dachpappe. Ne? Aber die Dachdecker sagen Schweißbahnen, weil die ja auch verschweißt werden. Hier sieht man auch das Gas dafür. Ja, und jetzt hier haben sie es auch schon angebracht. Und übrigens, das Schwarze ist das gleiche wie das hier, nämlich Bitumen plus. Das ist in fester Form und das ist in flüssiger Form. Ja, und das hier, das Halbrunde hier, ist für den Glasaufzug, der natürlich bloß nach einer Seite durchschaubar ist und auf der anderen Seite natürlich logischerweise nicht, weil der ja aufgefüllt wird. Und hier werden Rolltreppen sein und hier wird eine Rolltreppe sein, denke ich mal. Ja, und auch hier gibt es nicht viel mehr zu sagen. Und dann würde ich sagen,
Genau, noch zum Echsenbild. So, bei den nächsten Bildern sind wir jetzt übrigens genau da, wo die Firma Seele Hand anlegt, nämlich bei den Lichtaugen. Und da kann man jetzt hier sehr schön die Gitter-Stahl-Konstruktion sehen. Und hier hinten übrigens das schwarze Rohr, wo die Lüftungsgitter angeschlossen werden. Ja, hier sind sie noch am Einbau dieser Gitterkonstruktion. Ja, und ich habe immer gedacht, die werden verschraubt, aber das hier, was man hier sieht, das Schwarze, das Graue und so weiter, das verschwindet nachher alles. Das sieht man ja alles nachher nicht, gar nicht mehr. Ich glaube, das ist jetzt bloß zum Halten irgendwie. Auf jeden Fall ist es nachher weg. Ja, und für was diese Schraubgewinden hier sind, weiß ich immer noch nicht. Lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht wissen wir es irgendwann. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Bild. So, das nächste Bild zeigt jetzt schon die ersten Glasscheiben bei der nächsten Kelchstütze. Und ich dachte ja immer, hier diese Abdeckungen, also Schutzabdeckungen, wären irgendwie Kartons oder leichte Holzplatten. Aber ich habe jetzt beim Jochen sein Video von der Tage der offenen Baustelle gesehen, dass es aufgeklebt wurde, weil da haben sie hier gerade diese Reihe die Folie weggemacht. Ja, und jetzt kann man hier mal sehr deutlich sehen, wie hier die Glasscheiben reingelegt werden. Und hier ist aber auch nichts mehr zu sehen von den schwarzen oder silbernen Platten, ne, wo wir da gesehen haben im vorigen Bild. Daher denke ich mal, dass es nur pro forma war, um eben das Ganze wieder zu verschweißen oder was weiß ich, weil man sieht ja hier auch keine Schweißnähte. Ne? Also wenn jemand da weiß, wie das gemacht wurde, darf es gerne mal in die Kommentare reinschreiben oder wenn jemand vielleicht von der Firma Seele zuschaut, mal kurze Erklärung geben oder vielleicht kann man auch mal ein kurzes Videokonferenz machen, dass man mal weiß, wie das Ganze funktioniert. So, also, und ich habe mir jetzt auch sagen lassen, dass man erstmal großflächig das Ganze macht und erst hinterher die Glasscheiben macht, wo man schneiden muss. Zum Beispiel hat man jetzt hier zum Beispiel keine reingesetzt. Jetzt ist zwar hier eine drin, aber hier hat man zum Beispiel keine reingesetzt, weil man hier noch ein kleines Stück schneiden muss. Na, zum Beispiel da oben, da kommt auch keine rein. Da oben denke ich mal, könnte noch eine reinkommen, weil das passt genau rein. Und da oben muss man schon wieder schneiden und so weiter. Und da oben sowieso. Ne? So, also da denke ich mal, macht man erstmal die großflächig. So habe ich das jetzt mitbekommen. Und dann wird das Ganze geschnitten. Kilozahl weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber die sollen auch nicht ganz so leicht sein. Aber ich muss sagen, es sieht schon echt megamäßig aus und die Qualität von dem Glas, also so wie es jetzt da steht, wie man es jetzt hier sieht, ist schon megamäßig. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn man das erste fertige
Lichtauge filmen kann. Na, bin ich mal gespannt. K8 hatten wir schon alle drauf. Ja, und wenn der dann frei ist, werde ich dann auf jeden Fall mit der Kamera draufhalten. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns das letzte Bild an. So, bei dem Bild sind wir jetzt da, wo wir vorher nicht gesehen haben. Vorher waren wir ja mehr hier drüben. Da haben wir hier noch ein Stück gesehen davon. Na, da haben wir mehr dieses Eck hier noch gesehen, dieses Fenster, wo da reinkommt und so weiter. Das hier sind Dichtungsgummi, die hier noch eingelegt werden. Denke ich mal. Oder ist das nur zum Verkleben als Schutz hier drauf? Also wer das weiß, darf das gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber ich denke mal, das sind Dichtungsgummi, die hier wahrscheinlich in der Mitte reinkommen, weil die hier immer da liegen, wo kein Schutz drauf ist. Also von dem her würde ich mal sagen, sind Dichtungsgummi, die hier zwischen reingelegt werden. Aber falls ich falsch liege, berichtigt mich bitte. So, dann kommen wir jetzt mal hier zu diesen Glasscheiben. Also man kann hier diese Glasscheiben so weit hochgehen, wie die Schräge es zulässt, ne? Aber wenn es dann zu schräg wird oder zu argen Bogen macht, kann man diese großen Scheiben nicht mehr einlegen. Deswegen muss man dann solche kleinen Scheiben hier einlegen. Und wir sehen, diese kleinen Scheiben werden sofort angeschraubt, sage ich mal. Man sieht ja hier überall diese Schrauben, also ich denke mal, dass das Schrauben sind, um dass sie sofort halten. Und ich denke mal, da ist auch schon eine drin. Ja, genau, das sieht bloß jetzt so aus, wäre da keine drin, aber da sind überall schon welche drin. Und die letzten sind sogar schon immer geschnitten worden. Und man kann sogar durchschauen, das heißt, mir wird sogar das Lüftungsgitter, was dahinter sitzt, sogar noch sehen können durch die Scheiben hier. Also das hier ist dann die absolute Oberkante. So hoch wird es mal. Und ich bin mal echt gespannt, wie das dann aussieht, wenn man wirklich hier das Ganze von vorne sieht. Ja, würde mal sagen, wir sind jetzt mit allen Fotos durch. Es waren jetzt knapp 60 Fotos, müsst ihr euch mal vorstellen, 60 Fotos. Es ärgert mich unwahrscheinlich, dass es nicht funktioniert hat mit der Diashow. Ich muss mal ein anderes System ausprobieren, weil ich habe jetzt hier jedes einzelne Foto für euch angeklickt und auf diese Art und Weise gemacht, um euch die Fotos hier nochmal zu zeigen. Ich zoome mal noch ganz kurz hier drauf, dass ihr das auch mal richtig hier seht. Um euch das dann zeigen zu können. Es ist ein Mordsarbeitsaufwand. Ich bin jetzt einige Stunden dran gesessen, um das hier zu machen. Ich muss mal probieren mit OnDrive, ob das funktioniert. Also mit der normalen Diashow, wo man praktisch hier oben sieht, funktioniert es nicht.
Da habt ihr ja gesehen, dass jetzt immer nur ein Bild kommt, ne? Und das ist dann schon ärgerlich, ne? Ja, hier kann man jetzt nochmal sehr gut sehen, wie das dann aussieht. Und hier sieht man, dass man sogar was öffnen kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ist das für die Fenster? Weil ich habe mal gehört, dass man einige Scheiben sogar aufmachen kann. Ich kann mich jetzt aber auch täuschen. Aber das ist hier so ein System, wo man aufklappen kann. Ne? Also, wenn ich jetzt falsch liege, berichtigt mich bitte, weil hier ist das gleiche auch nochmal. Ne? Dann berichtigt mich bitte, wenn ich hier falsch liege. Aber ich denke mal, das ist zum Öffnen, weil hier ist auch nochmal. Also drei Stück habe ich jetzt gesehen. Eins, zwei, drei. Vielleicht kommt hier drüben eins. Jetzt sind wir bei vier. Mehr sieht man jetzt nicht. Also vier Stück sind da. Aber wenn ich falsch liege, bitte berichtigt mich sofort. Das kann vielleicht auch noch eins sein. Deswegen berichtigt mich sofort, wenn ich hier falsch liege. Aber ich glaube, ich habe mal sowas gehört, dass man hier einige Fensterscheiben aufmachen kann. Und das wäre ja auch jetzt von der Größe her machbar, dass man die aufklappen kann. Eben, dass dann beim Brandfall oder jetzt bei der Belüftung einfach mal auch ein bisschen Luft durch die Fensterscheiben reinkommt. Dann brauchen wir die Lüftung nicht aufmachen. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich falsch liege, bitte berichtigt mich sofort. Aber das sieht mir alles so danach aus, weil hier so auch so ein Kasten ist. Man braucht ja eigentlich bloß so einen kleinen Bügel, um eben so eine Fensterscheibe aufzumachen. Ne? Aber wie gesagt, wenn ich falsch liege, bitte berichtigt mich sofort. Und falls irgendjemand von Seele das sieht, könnt ihr ja auch mal ein bisschen Aufklärung betreiben, was sich mit diesen, ich sag mal, Hebeln auf sich hat. Also für mich sieht es so aus, als wenn man die Scheibe hier zum Beispiel ein bisschen öffnen kann. Also wer da mehr weiß, darf das gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Ja, somit sind wir mit den Bildern durch. Ja, sind jetzt einige Bilder gewesen. Und ich selber muss sagen, ich habe ja die Bilder bloß kurz mal angeschaut. In der Dia-Show am Anfang. Muss sagen, sind super Fotos geworden. Ihr dürft gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren da lassen, was ihr dazu sagt, ob das gute Fotos sind, schlechte Fotos sind. Na? Sorry. Wie gesagt, ich bin nicht so der perfekte Fotograf, ne? Aber für das, was man jetzt hier sieht, muss ich sagen, ist mir das sehr gut gelungen. Ja, somit sind wir schon am Ende des Videos angelangt. Leider, wenn euch das Video, also die kleine Dia-Show, sage ich mal, oder Fotoshow gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst.
Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, schaut mal hier unter dem Video. Gibt es einen Abonnier-Button. Hier könnt ihr jederzeit den Kanal kostenlos abonnieren. Weil wir haben ja alle schon sehr viel zu bezahlen. Deswegen ist auch mal schön, wenn man so einen Kanal kostenlos abonnieren kann, ohne etwas zu bezahlen. Ja, dann bleibt mir bloß noch zu sagen, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und wie immer, bleibt uns gewogen. Und was ganz wichtig ist, Leute, bitte bleibt oder werdet gesund. Wenn ihr Anregungen und so weiter habt oder sagt, hey, das ein oder andere ist so und so, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare rein. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ja, ich bin jetzt dann wieder öfters unterwegs für euch. Definitiv. Sofern das Wetter mitspielt. Soll ja jetzt besser werden. Und somit werde ich dann auch wieder öfters für euch unterwegs sein. Und bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Himmel. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.